seinem Gefolge kamen und ihn natürlich mit dem erforderlichen Respekt ansprachen. Ich meine, er liebte es einfach, König zu sein. Der größte Kritikpunkt an König Sauds Politik war das Geld. Er sagte, dass er es aus Liebe zu seinem Volk ausgeben wolle. Er sagte, ich gebe es aus, weil wir an etwas glauben. Wenn man auf die richtige Art und Weise Geld ausgibt, wird Gott dir noch mehr geben. Die finanzielle Lage ist schwierig. Aber noch kann König Saud auf seine amerikanischen Freunde von Aramco zählen, um sein Monatsende zu sichern. Oft besucht er die reiche östliche Provinz, das Zentrum der Ölgewinnung des Königreichs. Die Saudis waren vor allem an einer Sache interessiert. Daran, dass ihre Ölindustrie erhalten bleibt und sie diese nutzen können, um zu verhandeln und die Ölpreise zu erhöhen. Sie hatten außergewöhnlich gute Beziehungen zu Aramco. Sie verdienten eine Menge Geld, aber sie gaben es völlig unvernünftig aus. Das Land war pleite. Sie mussten Geld leihen und sie liehen es von Aramco. Saud wird vorgeworfen, die Finanzen des Königreiches ins Chaos gestürzt zu haben. Aber nur wenige kennen seine anderen Schwächen, ein streng gehütetes Geheimnis, aus dem seine zukünftigen Feinde erwachsen werden. Einer unserer Vizepräsidenten von Aramco hieß Floyd Olinger. Er war einmal mit dem König zusammen, als dieser müde und krank war. Olinger sagte zu ihm, Eure Majestät, warum fahren Sie nicht in die Wüste, um ein wenig zu jagen und sich auszuruhen? Wir haben dieses wundervolle Gästehaus. Er dachte, das wäre eine gute Idee. Als der König ankam, wurde aus dem Flugzeug unter anderem Alkohol entladen. Harter Whisky. Wir schauten es uns an und überlegten, wo wir das Zeug hinbringen sollten. Und dann haben sie alles in das Gästehaus unter das Bett des Königs gebracht. Wir waren ziemlich schockiert. Während des Aufenthalts sahen wir, dass sie das Zeug pur tranken. Wir haben es entdeckt, aber es wurde nicht darüber geredet. Einzig und allein aus politischen Gründen macht das Verhältnis des Königs zum Alkohol nicht die Runde. Für die Amerikaner ist der König von Saudi-Arabien zu einer wichtigen Persönlichkeit geworden. Der Staatsstreich von Gamal Abdel Nasser, der der ägyptischen Monarchie ein Ende gemacht hat, stört das strategische Gleichgewicht im Nahen Osten. Washington ist beunruhigt über die Annäherung zwischen Nasser und der Sowjetunion. Der Kalte Krieg hatte seinen Höhepunkt erreicht. Zwei mächtige Reiche bekämpften sich über den gesamten Planeten hinweg und zerstörten alle Staaten, die ihnen in die Quere kamen. Und dann kam das Ende des Kolonialismus mit all den soeben befreiten Ländern, die sich mit voller Energie und Lebenskraft beweisen wollten. Das Motto war: Schluss mit dem Alten, her mit dem Neuen. Wen kümmert es, ob das Alte gut oder schlecht war? Das zählt nicht. Wir wollen verändern, wir wollen alles verändern und alles neu bekommen. In dieser Art von Umgebung verkörperten wir das Alte. Verstehen Sie, was ich meine? Wir waren die Außenseiter, die sich gegen den Trend stellten. Wir wollten nicht Teil dieses neuen Denkens des Sozialismus und Kommunismus sein. Wir hatten schon unseren Ismus, wir hatten schon den Islam. Wir waren glücklich, vereint durch den Islam. Und alles, was nach Saudi-Arabien gekommen wäre, hätte das Land aufgewühlt. Nasser ist der neue Freund des Kremls im Nahen Osten. Der Kommunismus könnte von seiner Popularität in der arabischen Welt profitieren. Zum Glück für Washington sind die Saudis aus religiöser Überzeugung entschiedene Antikommunisten. Saudi-Arabien ist ein absolut zentraler Spieler für uns, der Schlüssel zu unseren Beziehungen in die gesamte Region. Und das Öl steht im Mittelpunkt von alledem. Wären die russischen Kräfte dort gelandet und hätten die Ölfelder unter ihre Kontrolle bekommen, so wäre das ein immenser Verlust für uns gewesen.
Die Regierung Eisenhower kam auf die Idee, dass man aus König Saud vielleicht eine politische Größe machen sollte, damit er sich Nasser gegenüber als Führer in der arabischen Welt behaupten könne. Im Februar 1957 wird König Saud zu einem offiziellen Besuch in die Vereinigten Staaten eingeladen. Ein strategischer Besuch, dazu bestimmt, der Welt das Bündnis der beiden Staaten zu verkünden. Das Weiße Haus sagte, wir laden seine Majestät und 8 seiner Gefolgsleute ein. Wir übermittelten das dem König und seinen Beratern. Sie schauten uns an und wir sahen sie an. Es war uns klar, dass es niemals nur 8 werden würden. Und dann kam eins zum anderen. Und als sie auf dem Schiff ankamen, waren es ungefähr 80. Die Zeitungen kritisieren den König als Antisemiten. Um seine Wähler zu beruhigen, weigert sich der Bürgermeister von New York, ihn am Schiff zu empfangen. Präsident Eisenhower ist entschlossen, diesen Misston zu korrigieren. Immerhin ist Saud einer der wesentlichen Säulen der Doktrin der Außenpolitik, die der amerikanische Präsident initiiert hat. Eisenhower empfing ihn am Flughafen, was sehr, sehr ungewöhnlich war. Er hatte beschlossen, Saud wie einen guten Freund zu behandeln. Das wichtigste Ziel der Reise ist die Erneuerung des Vertrages über den Luftstützpunkt in Dachran, den König Abdelaziz Roosevelt diskret zugestanden hatte. Aber durch den Kalten Krieg ist Dachran für die USA ein strategischer Trumpf gegen die Sowjetunion und ihre Freunde in der Region geworden. König Saud seinerseits ist vor allem an der Summe interessiert, die Amerika für die Verlängerung des Vertrages zu zahlen bereit ist. Mein Vater hat damals das Abkommen ausgehandelt. Er hat es absichtlich nicht Stützpunkt genannt. Es war ein Transitort für die Amerikaner, um dort zu tanken. Nicht mehr. Die genauen Modalitäten des Abkommens über Dachran sind in diesem Originalexemplar des Textes aufgeführt. Er bestimmt bis heute den Rahmen der amerikanisch-saudischen militärischen Zusammenarbeit. Wir durften unsere Flugzeuge landen, ohne vorher um Erlaubnis zu bitten. Es war ein saudischer Stützpunkt, kein amerikanischer. Aber wir hatten das Nutzungsrecht. Als Gegenleistung für die Nutzung des Landeplatzes in Dachran wollten sie alle möglichen Materialien von uns. Sie wollten Panzer und ein Training für deren Benutzung. Sie wollten Flugzeuge. Sie wollten alles, was wir ihnen gaben. Eben diese Basis von Dachran werden die Amerikaner während des Golfkrieges benutzen. Der Vertrag über die militärische Zusammenarbeit wird mit großem Prunk gefeiert. König Saud werden alle Ehren zuteil. Der offizielle Besuch war glänzend und feierlich. Aber als alles vorbei war, fragte man sich, was das eigentlich sollte. Denn er war sicher nicht der richtige Mann dafür. König Saud wird nie der große arabische Führer sein, den Eisenhower sich erträumt hatte, nämlich eine Art Anti-Nasser. Schlechte Gewohnheiten haben es nicht leicht. Die Miete, die die Vereinigten Staaten für die Militärbasis in Dachran zahlen, reicht nicht aus, um das Königreich aus seiner finanziellen Krise zu führen. Der König gibt auf seinen opulenten Reisen nach Europa enorme Summen aus. Das Land ist am Rande der Pleite. Die Brüder des Königs, allen voran Faisal, begreifen es langsam. Aber die Saudis